Hi, da bin ich wieder. Ja, ich weiß, ich bin ungefähr so aktiv wie Julians Blog oder Nebelnik. Aber passt ja auch, dass Nebelnik mich dann in seinem Video erwähnt hat und ein bisschen gepusht hat. Hier ein kleiner Ausschnitt. Nach diesem Video war es einfach nicht mehr für mich möglich, aufzuhören zu dabben. Es begleitete mich in meinem Alltag. Beim Zocken. Ey, ich bin gestorben schon wieder. Beim Essen. Das kenne ich. Danke dafür, Junge 4. Kein Ding, Alter. Danke, Merkel. Danke, Merkel. Ja, beim Stil, Alter. So eine Haarausfall-Gang, ey. Skirt. Willkommen. Dazu kann ich nur sagen. Nice. Erstmal Moin an die neuen Abonnenten. Chillige Sache auf jeden Fall. Mal sehen, wie lange ihr es hier aushaltet. Ich hätte schon längst aufgegeben. Ja, jetzt bestimmt wieder die Frage, Mann. Basti, wo warst du? Was ist? Ich würde ja gerne eine Ausrede suchen, aber es gibt eigentlich gar keine. Ich habe halt einfach nichts gemacht. Na gut, ich gehe halt auch nebenbei noch arbeiten und Studium, aber es ist jetzt kein wirklicher Grund, warum es nicht möglich ist, sich mal kurz 5 Minuten vor die Kamera zu setzen und in die Kamera reinzulabern und sich zu denken, was mache ich eigentlich hier mit meinem Leben? Was mache ich hier eigentlich mit meinem Leben? Das ist eine gute Frage. Na ernsthaft, ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht mit dem Videoschneiden. Ich habe locker vergessen, wie das funktioniert. Mal kurz ausprobieren. Ja doch, das funktioniert ja noch ganz gut eigentlich. Aber ich bin nächste Woche auf Rock am Ring und dementsprechend werde ich vielleicht, je nachdem wie es funktioniert, ein paar Videos aufnehmen. Und die dann vielleicht zusammenschneiden. Ansonsten, falls, das kann ich noch nicht garantieren, weil ich nicht weiß, ob es funktioniert. Aber ich habe mir das jetzt überlegt. Die Leute, die das nicht kennen, das ist Renet Funk. Das ist jetzt so neu, so ein bisschen am Kommen, gerade hier in Deutschland. Dass du quasi für 1 Euro dir Datenvolumen holst und dann unlimitiertes LTE hast oder sowas zum Beispiel. Und dann hast du halt gutes Internet. Also ich habe die Karte mir ja gekauft. Wenn es halt funktioniert, werde ich dann vielleicht da oben auch mal streamen. Auf Instagram aber dann. Instagram ist hier eingeblendet. Vielleicht lade ich den Stream auch später noch auf YouTube hoch, je nachdem wie voll ich dann war und ob es ihn überhaupt gegeben hat. Wenn es ihn gar nicht gegeben hat, werdet ihr es wahrscheinlich nie herausfinden. Das war richtig geil bei diesem Ding. Ich glaube, das ist auch das meist satisfying Future überhaupt, ist das hier. Das ist so ein geiles Gefühl. Und ja, das ist sowas von zweideutig, das gerade zu machen, ich weiß. Aber es ist geil. Und wir sehen uns wahrscheinlich dann irgendwann hoffentlich mal wieder. Ah ja, stimmt, genau. Ich habe noch 2 Videos theoretisch auf Platte. Die könnten wahrscheinlich noch kommen. Sind aber Gaming-Videos. Ist vielleicht für die neuen Zuschauer ganz interessant. Für die, die mich schon was länger gucken, eigentlich nicht. Weil ich eigentlich nicht so viel Gaming mache. Ciao. Gott, war das cringy.